Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Herzlich willkommen bei Admiral Spieltag-Tipps, Schab Salak, VfL 93. Ja, ich bin Absi, Mannschaftskapitän der alten Herren, VfL 93. Und ja, wir tippen jetzt den 10. Spieltag der alten Herren, Hamburg. Also, fangen wir mit Spiel 1 an. Lohbrücke zu Hause gegen BU. Was sagst du? Ich würde mal jetzt auf ein 2-2 tippen. Ich kenne beide Mannschaften jetzt nicht, aber ich denke mal, das wird ein 2-2. Wollen wir uns auf ein 3-1 einigen? Ich sehe Lohbrücke sehr stark zu Hause. Okay. Und es wird mal Zeit. Ich glaube, das wird ein Überraschungsding, Lohbrücke gegen BU. Es sei denn, du beharrst auf deinem Unentschieden. Ich bleib beim 2-2. Okay, als Klügerer gebe ich nach. Dann tippen wir Lohbrücke BU 2-2. Nächstes Spiel, Sasel zu Hause gegen Kroatia. Kroatia ist eine sehr starke Mannschaft, haben wir letzte Woche auch gespielt, vorletzte Woche. Haben Hochkaräter drin, Ex-Bundesligaspieler mit dabei. Und ich würde mal auf ein 3-0 Kroatia tippen. Wenn du mir in diesem Spiel den Vortritt lässt, würde ich sagen, es wird ein 1-2, denn Sasel ist zu Hause sehr heimstark. Es ist ein Kunstrasen, Kroatia ist zwar spielerisch gut, aber ich glaube, das wird so die erste gute Leistung der Saseler Mannschaft in dieser Saison, ohne persönlich zu werden. Aber ich tippe auf ein 1-2 in diesem Spiel. Bist du damit konform? Ich bin damit konform. Gut. Ja. Nächstes Spiel, Condor zu Hause gegen TuS Berne. Condor, unser nächster Gegner. Ich glaube, die sind dann im Zugzwang, denn gegen uns werden sie Punkte lassen, hoffentlich. Ich würde auf den Heimsieg tippen. Also da sie sehr offensiv sehr stark sind, schätze ich mal TuS Berne ein 3-0. Stimme ich dir zu, unterschreibe ich glatt. Condor hat Qualität. Ja, dann gebe ich das nächste Spiel an dich, Herr Börnsen gegen VfL 93. Das wird ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Da müssen wir mal Gas geben und ich tippe mal auf ein 2-0 für uns. Da bin ich Optimist. Wenn du 2 Tore machst, bin ich da ganz bei dir. Also 0-2 Börnsen gegen VfL 93. Ja, die Sonntagsspiele in unserer Liga ist Bramfeld gegen Paloma. Ich würde sagen, Bramfeld zu Hause sehr heimstark. Gut eingeschweißte Truppe, das wird ein Heimsieg, weil Paloma diese Saison auch nicht so aus der Tüte kommt. Ich sag mal, ein 2-1 für Bramfeld. Stimme ich dir ebenfalls zu, Bramfeld ist eine starke Truppe, da haben wir auch unsere Schwierigkeiten gehabt, aber auch gewonnen gehabt. Ich stimme da auch ein 2-1 für Bramfeld zu. Ja cool, dann gönne ich dir den Abschied, 4 Marschlande gegen Glashütte. Oha, das ist auch ein Abschied, ey. Okay, 0-0. Warum? Ich kenne beide Teams nicht so gut jetzt, aber ich schätze mal, dass es ein torloses Spiel wird, weil die Tabelle jetzt auch nicht so gerade zwingend nach oben zeigt für beide. Ja, den 0-0 stimme ich zu, weil 0-0 haben wir in dieser Analyse noch nicht oder in dem Tipp. Von daher gehört dazu 0-0 im Spiel, 4 Marschlande gegen Glashütte. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.